Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für diese freundliche Einladung. Ihnen allen aber für das große Interesse an einem Thema, das unsere Aufmerksamkeit zum Äußersten wert ist. Wenn dieser Tag heute zu Ende geht, werden wieder 150 Tier- und Pflanzenarten ausgerottet sein. Das geht so jeden Tag, jeden Monat, seit vielen Jahren. Was wir derzeit erleben, ist eine Querschnittlähmung durch den gesamten Motor der Evolution. Nicht irgendeine Tierart hat scheinbar noch ein Recht angesichts der Anspruchserwartungen der menschlichen Spezies, das Überleben zu sichern. Der Hauptmotor der Zerstörung ist die rein biologisch-numerische Expansion der menschlichen Gattung selber. Merkwürdig zu sagen, in einem Staat, in dem wir beklagen, dass es so wenig Kinder gäbe, ist es umso dringlicher zu betonen, dass weltweit die Überbevölkerung nach wie vor die schlimmste Gefahr für das, was wir die sogenannte Umwelt aus der Perspektive des Menschen bezeichnet nennen. Machen Sie sich nur klar, dass wir bei über 6 Milliarden Menschen stehend in den nächsten 20, 30 Jahren auf 8 bis 9 Milliarden Menschen anzuwachsen drohen und gedenken. Die Älteren unter Ihnen, mein Jahrgang etwa 1940 in die Welt geboren, befand sich als Kinder noch in einem Zustand, in dem bei etwa 3 Milliarden Menschen und beim Kenntnisstand von heutiger Naturwissenschaft und Technik bei einer politisch fast illusionären, aber doch real möglichen Gleichgewichtslage in der Verteilung von Konsumgütern und Eigentum ein relatives Gleichgewicht mit der Natur möglich wäre. Seit 1940 bis heute hat die Menschheit sich verdoppelt in etwa 60 Jahren von 3 Milliarden auf 6 Milliarden. Das scheinen nur Zahlen zu sein, was sie real bedeuten, ist unvorstellbar. Und weil es lautlos geschieht, weil wir es nicht sehen, scheint es unsere gefühlsmäßigen Rezeptoren kaum zu erreichen. Deswegen ein Zahlenexperiment. Als das Neue Testament geschrieben wurde vor 2000 Jahren, stand die Menschheit bei ungefähr 250 Millionen Menschen. Dann hat es ungefähr gedauert bis zu Martin Luther Anfang des 16. Jahrhunderts, um diese Zahl einmal zu verdoppeln, 1500 Jahre, um von 250 Millionen Menschen auf 500 Millionen Menschen zu kommen. 250 Millionen Menschen sind sehr viel. Aber gemessen an 3 Milliarden Menschen können Sie sich ausrechnen, wie geringfügig das ist. Und das geschieht jetzt Schlag auf Schlag. Die nächste Verdoppelungsrate von 500 Millionen auf 1 Milliarde hatte noch eine Zeitspanne von 300 Jahren nötig bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts. Und dann in immer wachsenderem Tempo. Wenn Sie die Zahlen sich in eine Kurve malen, haben Sie einen Hyperbelast, der senkrecht anzusteigen beginnt. Gewissermaßen einen freien Fall nach oben. Eine Katastrophe im Ganzen. Bereits heute haben wir über 50 Millionen Menschen, die verhungern. Und wir haben eine Moral, die darin scheinbar kein Problem erkennt. Ich habe noch im Ohr die Reden an die Johannes Paul, der zweite erfolgreichsten Land Afrikas. Von sich gab es die Warnung, der Überbevölkerung sei ein Überpessimismus. Der muss man seine Heiligkeit verziehen, weil der Menschen übertriebener Pessimismus sind. Ob wir abwarten sollen, bis in die 50 mal 10, 500 Millionen Menschen halbe Milliardeweise gestorben wird. Dass von den 6 Milliarden Menschen die Hälfte an und unter der Armutsgrenze lebt, scheint ebenfalls nicht weiter beunruhigend zu sein. Aber es sind diese Faktoren natürlich, die Menschen, vor allem in den Ländern der Dritten Welt, rücksichtslos machen müssen im Umgang mit der Natur. Sie werden durch die Brandrodung sich Ackerland freikämpfen.
Sie werden jede Art von Tätigkeit verrichten, die überhaupt bezahlt wird. Sie werden die Natur ausbeuten als die Sklaven des Kapitals, in die hinein man sie schon seit langem verwandelt hat. Es ist nicht möglich, von Menschen, die am Hungertuche nagen, die selber um ihre Existenz kämpfen, noch Großzügigkeit zu erwarten. Die müsste nun ausgehen von den Industrieländern. Es hindern uns überkommene Vorurteile, tradierte Rechthabereien, Durchsetzungsstrategien der Religionsstatistik, um die dringend notwendige Abbremsung wenigstens einzuleiten. Wir hatten vor etwa 10 Jahren, 1995 in Kairo, das letzte Mal die Chance, es zu versuchen. Die Weltbevölkerungskonferenz damals wollte global ein Geburtenkontrollprogramm verpflichtend durchsetzen, wie es sich etwa China auferlegt, Indien auferlegt, diese überbevölkerten Länder auferlegen müssen. Was wäre, wenn China in der Weise noch wie vor etwa 50 Jahren Bevölkerungsstatistik expandieren würde? Storniert wurde dieses dringend nötige Projekt, in dem die Fundamentalisten aus dem amerikanischen Bibelgürtel zusammen mit dem Vatikan, zusammen mit den persischen Ayatollahs eine Sperrminorität errichteten. Es kam zu keinem verbindlichen Entschluss. Der George W. Bush als erste Amtshandlung nach seiner ersten Wahl Kondome verbieten ließ, damit nicht diese Art von Abtreibung gleich mitfinanziert würde von amerikanischen Steuerzahlern in der dritten Welt, versteht sich beinahe schon von selber. Also wird alles so weitergehen, wie es geht. Sie ahnen aber, dass dahinter ein moralisches Problem steckt. Eines, das wir nur formulieren müssen, um geständig zu werden, dass wir es in unserem Kulturraum überhaupt nicht beantworten können. Wollen Sie denn, höre ich Ihre Frage schon allen Ernstes sagen, es solle weniger Menschen geben, damit Schildkröten, Meerkatzen, Krokodile, Kaimane oder was auch immer, Wollandkrabben oder Spinnen, überleben könnten? Ist das wirklich Ihre Meinung? Sind Sie derartig naturversessen, dass es zum faschistoiden Antihumanismus führen muss? Natürlich nicht. Aber ehe wir auf das ethische Problem eingehen, sollten wir uns ein paar unmittelbare Folgen aus der Expansion der Spezies Homo sapiens rein weg in der Statistik anschauen. Wenn es immer mehr Menschen gibt, die leben wollen, bedeutet das einen immer höheren Verschleiß der natürlichen Ressourcen. Wir haben bereits heute eine Urbanisierung, die dahin führt, Städte akzeptieren zu müssen wie Mexico City, von der man schon nicht mehr weiß. Wohnen darin 15 Millionen Menschen oder 25 oder 30 Millionen Menschen? Es ist rein verwaltungstechnisch nicht mehr erfassbar. Wir haben die riesigen Wanderbewegungen aus den Agrarflächen in die Großstädte. Schauen Sie sich Kalkutta an, Neu-Delhi, Madras. Schauen Sie sich die über 200 Favelas in Rio an und Sie finden den unglaublichen Kontrast einer wunderschönen Natur, inmitten deren wunderschöne Menschen leben, aber in einer vollkommenen Armut. Verstädterung der Menschen bedeutet immer höherer Energieverbrauch, bedeutet dementsprechend eine immer höhere Belastung des Klimas, bedeutet, dass die Agrarflächen, auf denen die Nahrung für die Stadtbevölkerung erzeugt werden müsste, immer kleiner werden. Das Paradox ist an allen Stellen der Erde heute zu beobachten, genau in der Zeit, wo wir immer höhere Erträge aus der Agrarwirtschaft gebrauchen würden, wächst die Verwüstung der Welt ganz wörtlich. Wir importieren in Deutschland beispielsweise Südfrüchte aus Spanien. Die aber müssen bewässert werden aus dem Tejo und dem Ebro. Also wird das Wasser nach Südspanien zum Produktionsniveau des europäischen Exports abgezapft. Die Folge, das ganze Teil Mittelspaniens, der Estremadura, buchstäblich sich in eine Wüste.